Also, neben mir steht die Sarah Bruni. Hallo. 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 Sarah ist Comiczeichnerin. So du zeichnest es. Nicht nur Comics in Papierform, sondern auch Comics fürs Web. Genau. Ich zeichne digitale Comics, und zwar Das Leben ist kein Ponyhof als Webcomic. Zweimal die Woche, momentan auf Pause, aber im September wieder da. Und um was geht's in diesen Comics? Es ist semi-autobiografisch, das heißt, ich bin die Hauptfigur. Also es geht um meinen Alltag als Nerd, als Comiczeichnerin, zusammen mit meinen fiktiven WG-Bewohnern, einem Pilz, einem Pony und einem Elefanten. Ach. Das ist das Semi in dem Semi-Autobiografisch. Ach so, erzähl, ja. Ja, nur dieser Part. Ach so, nur dieser Part. Wie zeichnest du, muss man sich vorstellen, malst du auf Papiertusche, dann wird es gescannt und dann veröffentlicht, oder wie ist dein Workflow? So war das früher mal, das heißt noch bis vor einem Jahr, und jetzt mache ich das inzwischen so, dass ich die Vorzeichnung auf Bleistift mache und dann scanne ich das ein, vergrößere es und tusche und koloriere es dann am Computer. Mhm. Wahrscheinlich mit einem Stifttablett oder Grafiktablett. Genau, mit einem Surface oder einem Wacom. Oh, okay, alles klar. Jetzt kommst du ja aus der klassischen Tradition des Zeichentrickfilms, also des alten Zeichentrickfilms, nicht des Animationsfilms mit CGI und Cinema 4D, Maya, Softie Marshall, solche Sachen, sondern ganz klassisch genau. Vom Zeichnen her. Blatt Papier mit der Bewegung immer. Und aber er ist tot, oder? Naja, es gibt es vereinzelt noch, und es gibt halt auch immer wieder so ein Aufleben. Wenn Disney zum Beispiel Vorfilme in 2D macht, dann ist das eigentlich für mich so ein Zeichen von nicht loslassen können. Aber bis jetzt ist es halt immer weniger, das kann man schon sagen. Und im Grunde, viel der Produktionen werden ins Ausland, nach Asien verlagert. Viele, auch das ja. Ist leider Realität, oder? Genau, also es sind oft Assistenzarbeiten, sogenannte In-Betweens, also Zwischenphasen oder Reinzeichnungen, die dann ins Ausland, oft halt in Billiglohnländer verschifft werden. Und das macht die Produktion dann anscheinend wirtschaftlich. Mhm. Jetzt warten wir alle gespannt auf September, weil im September passiert was Neues. Ja, im September wird erstmal der Ponyhof wieder losgehen. Also das heißt, ich komme aus meiner Pause zurück. Die Klausur ist beendet. Genau, ja. Die Klausur ist finito. Und am 15. September erscheint eine Neuauflage des ersten Printbandes bei Panini Comics. Das heißt, also richtig großer Comicverlag. Mhm, genau. Ich habe auch gestern von der Auflage erfahren, und das hat mich erstmal ein bisschen... Es sind also mehr als 10 Exemplare. Ja, das heißt, ihr müsst alle 10 kaufen. Für euer Haustier am besten auch noch. Also das ist jetzt Band 1, was bei Panini rauskommt. Genau. Band 2 ist aber jetzt noch schon da. Wo ist das erschienen? Genau, das ist im Zwerchfell-Verlag erschienen. Und es ist quasi so, dass Zwerchfell jetzt für den Ponyhof und noch einen weiteren Comic, Die Toten nämlich, ein die Sublabel... Die Toten ist aber eine Kooperation mit jemandem, oder? Da bist du nicht 100% Sarah. Nee, Die Toten ist so eine Gemeinschaft, eine Anthologie, quasi ein Konzept von einem Zombie-Comic, beziehungsweise Zombies in Deutschland. Da gibt es mehrere Zeichner und Autorenteams, und ich habe damit... Also ihr habt den Deutschen Bundestag gemacht, oder? Nein, war jetzt mit. Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Ja, das ist nein. Ich habe mich unterbrochen. Du hast aber mehrere das Szenario, Zeichner? Ja, genau. Mit einem Autoren habe ich zusammen eine Geschichte über einen mit Setting Poetry Slam Club während der Zombie-Apokalypse gemacht. Der Autor heißt Christopher Hauber. Super. Provokante Frage. Ist Comic eine Kunstform oder ist es Kinderkram? Naja, wenn du mich als Comiczeichner fragst, dann werde ich sagen, beides. Guck beides? Mich an. Ja? Ja, kunstvoller Kinderkram. Kunstvoller Kinderkram. Also eine ganz, ganz, ganz klare Auswahl. Kunstvoller Kinderkram. Shitstorm arriving. Ja, also aber bitte an deinen Twitter-Account, nicht an meinen. Herzlichen Dank fürs Interview. Viel Erfolg. Ja, danke schön. Danke fürs... Man sieht sich irgendwann oder man liest sich irgendwann. Ja. Twitter-Account hast du auch, oder? Genau, Laburini. Kann man folgen? Genau, kann man folgen, muss man aber nicht. Aber, sollte man. Hier. Könnte man. Oh ja, okay. Alles klar. Danke, Sarah. Viel Erfolg und danke. Toi, toi, toi. Wiedersehen.